Liebe Kinder, und einen wunderschönen guten Tag, liebe Eltern. Vom Himmel hoch oben, da komme ich her. Ich muss euch sagen, der Weg war sehr schwer. Durch Straßen und Gassen bin ich gezogen. Auf Schlitten, im Auto, bei Wind und Regen. Heute bin ich gekommen hier in dieses Haus und stehe dann vor euch gelegen, aller Guter. Erlebt haben und was ihr alles so angestellt habt in diesem Jahr. Da habe ich natürlich jetzt erstmal die ganz Kleinen, das heißt, die noch nicht wissen, was böse oder gut ist. Da haben wir zum Beispiel die Mary Beverly Schultheiß mit 8 Monaten. Das, wer ist das? Das ist auch, da guckt, hier, guckt euch das. Ist, so wart ihr alle mal so klein, aber schaut euch das, ist das nicht was Liebes? Ja. Wunderbar, also Mutti, da hast du was Stolzes vollbracht, wirklich. Aber das kommt nachher, da kriegst du ja auch ein Tütchen, nicht? Ja. Jungblut, das, guck mal, das ist das Kleine, ne? Ist auch so was Liebes, ne? Und wie gesagt, diese Kinder können nicht unterscheiden zwischen Gut und Böse. Das heißt, Mama muss noch fleißig die Windeln wickeln und so weiter. Ja, dann ist es richtig. Aber wichtig dabei ist, ja, tu das mal. Wichtig dabei ist, dass das Kind gesund ist und Mutti. Da musst du mit drauf achten. Ne? Ja, jetzt habe ich hier zum Beispiel der Justin Müller. Ja, so was Feines. Ah ja, mit 2 Jahren, dann seht ihr, ist das, die Zuneigung wird dann ein bisschen mehr. Nur musst du ein bisschen besser hören, wenn deine Mama was sagt, ne? Ja, das ist doch klar, Justin. Justin. Das ist doch wichtig. Guck mal, hören wir jetzt. Hier habe ich was im Ball. Guck dir den Justin. 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 Jetzt sag ich mal Justin. Ist das der Justin? Guck mal hier. Die Annalena, Lambert. Ja, ja, ja. Da ist er winken, ich winke mit. Aber sie ist schon so weit, die Annalena ist schon so weit, dass sie auch, sag mal, Oma und Opa um die Finger nicht los kann. Geh mal her. So, guck mal. Das ist auch eine Lolli, ja? Warte mal. Das ist immer. Warte mal. Oh, hier. Einmal. Jetzt kriegst du noch ein Tüt. Warte mal. Lena, hier, guck mal. Sie gehen doch gerne in den Kindergarten, nicht? Stell dir mal vor, mit 2 Jahren. Das gab es früher nicht. Da wurde das mit 3 Jahren. So. Geh mal bei dem Papa, geh mal. Tja, das ist doch mal. Wie geht es dir? Gut, oh, da herrlich. Die verschließen sich schon. Nur, ihr aufräumen nicht. Tja, aufräumen ist deine Stärke, ihr nicht. Das habe ich nämlich hier stehen. Und wenn du deinen Willen nicht bekommst, dann wirst du dich auf dem Boden schweißen und spuckst. Kinder, du wirst ja schon 3 Jahre, ne? Oder bist du schon? Nee. Du wirst 3 Jahre, ne? Die tut singen und tanzen. Ja, Mutti, das ist, da kann die dir mal was vorsingen, ne? Das ist ja toll. Weißt du was, schieb dir mal einen Lolli von mir, ja? Da hat du, dann hast du natürlich. Bitte schön, jetzt kriegst du noch ein Tüt. Wo ist die Tüte? Wie das sieht. Da habe ich jetzt die Josephine, Jungblut. Josephine.
Grüß dich. Wie geht's dir denn? Gut? Ja, Josephine, du gehst ja gerne in den Kindergarten. Räumst auch immer schön auf. Wunderbar, wunderbar. Auf die Toilette gehst du ja schon alleine, ne? Nein. Du musst immer schön die Öhrchen waschen, damit man da besser hören kann, ne? Das ist wichtig. Ah ja, hier. Jetzt kriegst du erstmal eine Lolli. Ne, warte mal, jetzt kriegst du noch mal eine Tüte. Wo ist die Tüte? Guck mal hier. Da. So. Sagt was sagt man? Jetzt kommt mit Luzi dran. Mit Luzi. Luzi, komm mal zu mir. Oh! Da musst du aber nichts eins lernen. Ne? Ja, du bist ja schon so groß, einmal. Gehst auch noch gerne in den Kindergarten. Und pass auf deine kleine Schwesterchen auf. Ja. Und dann im Sprechen hast du schon große Fortschritte gemacht. Schön, brav sein. Und dich weiter ausbilden mit der Aussprache. Und nicht so zickig sein, ne? Du bist so liebes Kind. Versprich dir den Nikolaus. Kriegst du was vom Nikolaus? Komm mal hier. Ich hab meine Schwierigkeiten. Ja, jetzt muss noch eine Tüte kommen. Hast du noch eine Tüte? Irgendwo. Guck mal hier. Timo Müller, der Timo. Der hat doch gar nichts verdient. Du brauchst eine Lolli, wa? Der braucht eine Lolli. Der hört dir, der tut dir den Finger. Hier, der braucht seinen Finger nicht im Mund. Ja, Moment, ich war jetzt der Anfang. Damit du nicht immer den Finger in den Mund tust. Ne? Timo, wir denn? Aber dann, ab morgen lässt sich aber richtig anziehen. Ne? So, und es wird nicht mehr gezankt. Alle Dinge nicht auf. Na, haut nicht der Oma noch und der Mama hier. Wie stellst du dir das denn vor? Das versprichst du dem Nikolaus. Gut. Besser und dünn. So, bitte schön. So, der Lara. Oh, was bist du aber heute? Hast du extra Feierabend? Ja? Das finde ich ja gut. Kannst du ein Gedicht aufsagen? Nein, kannst du gar nicht. Ein Gedicht. Da musst du ganz lernen. Du bist schon 6 Jahre. 6 Jahre ist keine Kunst. Du bist auch ein bisschen zickig. Ne? Das ist doch schön. Aber die Oma, die lassen ihren Herrn von meinem Packen. Ne? Ja. Und putzen, spülen und aufräumen, da machst du schon. Das kannst du schon machen. Damit du wieder was mit dem Lolli arbeiten kannst. So, dann hast du noch die. Guck mal hier. Das ist alles für dich. Und bis weiter, so liebes Kind. Tschüss. Die Nina Heinrich. Nina, wie geht es dir denn? Kannst du ein Gedicht aussagen? Jetzt eins. Du kriegst auch was von hinten raus. Du bist ja auch sehr liebes Kind. So, guck mal, du bist auch eine Tüte. Ja. Gobinian, du bist sehr selbstständig. Wie geht es dir denn so? Wieder was? Ziemlich gut. Ziemlich gut. Du bist aber auch sehr kreativ und hilfsbereit. Sagen wir mal. Ja, hab ich vergessen. Ja,
du nichts mit. Du kriegst du nichts mit. Wir sind sehr wichtig. Komm mal hier. Für die Zeit ist die Wahl. Was sie aussagt, ja, das ist ja gut, aber. Das ist aber nicht verdient, das kriegst du auch. So. Hey, Matista. Das ist aber schön. So, bitteschön, alles Gute, gell? Ja, jetzt habe ich natürlich von den keine Kinder mehr hier. Sind alle Kinder beim Niklaus gewesen? Ja, das ist die Kleine. Also alle waren da. Ihr habt alle was bekommen. Ja, ich möchte nämlich nicht, dass ich einen vergesse. Das wäre mir sehr peinlich. Und deswegen muss ich das fragen. Und wenn ihr da sagt, dass ihr alle da waren, dann bin ich natürlich zufrieden. Und was, ich würde mich freuen, wenn ihr das, was ihr mir versprochen habt, dass ihr das auch haltet und dann im nächsten Jahr, wenn ich wiederkomme, dass ich das dann nicht mehr höre, was so alles Negatives gewesen ist. Dann kann man sich mal schon ein bisschen dran gewöhnen und sich dran ein bisschen merken, was man da nicht darf. Und das Wichtigste ist ja für euch alle, dass ihr dafür sorgt, dass ihr gesund seid. Da müssen natürlich Vater, Mutter ein bisschen mit drauf achten. Denn manchmal sind die Kinder so flexibel, dann sagt man sich, ach was, der macht ein bisschen Tonen. Ich muss die Sache hier fertig machen. Dann sind die Kinder für diesen Moment alleine. So, und ich wünsche euch jetzt allen noch ein sehr schönes Weihnachtsfest. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und den Alten, den wünsche ich alle noch 6 richtige Blotto. Danke. Ich sage ihr mit auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Jahr. Jetzt dürft ihr noch was singen. Lustig, lustig, tralalalala. Heute ist Nikolausabend da. Heute ist Nikolausabend da. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Nee, mach's auch.